Gleich gibt's was ganz Großes, nämlich GTA 4. Vorher aber werfen wir noch einen kurzen Blick in den Rückspiegel und beleuchten die popkulturelle Relevanz einer Spieleserie, die mit jedem neuen Titel der Perfektion immer näher kommt. Wieso ist GTA so beliebt? Was ist das Phänomen hinter dem Spiel? Wie hat die Serie angefangen? Wer ist dafür verantwortlich? Und was hat GTA nur, was ich nicht hab? Erzähl's mir, raus damit. Stil? Grand Theft Auto ist der Rockstar unter den Games, geliebt, gehasst und missverstanden. Nur selten hat ein Spiel in und außerhalb der Gamer-Subkultur für so viel Wirbel gesorgt wie die GTA-Serie. Von den Verkaufszahlen der GTA 3-Reihe können Musikgrößen wie Madonna und Robbie Williams nur träumen. Aber wie fing das alles an? Mitte der 90er stellte David Jones' Firma DMA Design zwei jungen Spieleproduzenten der Firma BMG namens Sam und Dan Houser das Konzept für ein Spiel namens Race & Chase vor. Die beiden waren begeistert und veröffentlichten das Spiel unter dem Namen Grand Theft Auto. Als BMG seine Spielesparte verkaufte, begann dann der Aufstieg der Houser-Brüder zu den Rockstars der Games-Branche. GTA 1 und 2 zeigten schon in Ansätzen, was die Serie später groß machen würde. Ein schwarzhumoriges, bitterböses Gangster-Szenario, ungewohnt freies Gameplay und eine fette Portion Style und Coolness. Aber erst mit dem Sprung in die dritte Dimension im dritten Teil begann der totale Hype. GTA ist deswegen so erfolgreich, weil es eben genau zum richtigen Zeitpunkt mit einem ganz cleveren Konzept auf den Markt gekommen ist. Einerseits hat das einen bestimmten Zeitgeist getroffen. Die kulturelle Entwicklung in Sachen Computerspielen war einfach genau auf diesem Stand. In GTA 3 verwirklichten die Houser-Brüder ihre Ambitionen. Sie warfen das Joch starrer Level-Designs ab. Mit dem freien Sandbox-Gameplay revolutionierte der dritte Teil das Game-Design. GTA war ein Spiel, das neue erzählerische Wege ging. Denn man konnte der Story folgen oder seine eigenen Geschichten in der Welt finden. Rockstar schuf eine erwachsene Spielwelt voll Tarantino-artiger Slapstick-Gewalt und Hipness in einer extrem detaillierten Welt. GTA ist meiner Meinung nach auch wieder eine Mischung zwischen vielleicht eher einer narrativen Innovation und dann natürlich auch wieder dieses schöne gesellschaftlich kontroverse Thema der Gewaltdarstellung. Wie alles, was wirklich neu und provokant ist, wurde Grand Theft Auto nicht nur geliebt, sondern auch extrem angefeindet. In Zeiten, in denen Musiker nicht mehr als Feindbild taugen, war GTA ein ideales Ziel für die Moralwächter überall auf der Welt. Vermeintliche Skandale wie die legendäre Hot Coffee Mod spielten ihn dabei in die Hände. Ooh, yeah, you got the fever, baby. Dabei ist es mehr als offensichtlich, dass GTA mit seinen überzeichneten Charakteren und seinem skurrilen Realitätsremix einen satirischen und ironischen Blick auf die amerikanische Gesellschaft wirft. Dadurch wurde Grand Theft Auto auch außerhalb der Games-Welt ein viel diskutiertes Phänomen. Kein anderes Spiel hat weltweit so viel Einfluss auf die Gesellschaft ausgeübt. GTA ist für die Games-Kultur das, was die Beatles für die Musik waren. Nur mit besserer Grafik. GTA ist für mich auf jeden Fall ein wichtiges Spiel für die Spielekultur, weil es eben so populär ist und dass es offenbar einen unglaublichen Impact hatte auf die Mediennutzer im Generellen. Und GTA ist einfach ein Beispiel dafür, dass Computerspiele sich einfach als ganz fester Teil der Populärkultur in unserer Gesellschaft verfestigen. Wir von Game One meckern ja zugegebenermaßen ganz gern, aber beim nächsten Thema ging uns dann kritiktechnisch doch ein bisschen die Luft aus. Ein Spiel nahezu perfekt, ohne dass die ständigen Monster irgendwas dran auszusetzen haben? Kann sowas denn möglich sein? Kann es! Alles, was es dazu braucht, sind 5 geniale Vorgänger, 3 in 3D, 2 in 2D und einen Next-Gen-Nachfolger, der all diese spielerischen Spezialitäten in sich vereint. Die Rede ist natürlich von GTA 4. Wir haben es durchgezockt, sind mehr als nur begeistert und tun unserer Freude jetzt in Beitritt vom Kult. Freude. Freude. Was ist der schönste Tag im Leben eines Gamers? Wenn ein neues Grand Theft Auto erscheint. Als wir Teil 4 endlich in den Händen hielten, war es wie Weihnachten. Sandbox-Spiele sind nämlich genau unser Ding. Ob Missionen erfüllen oder einfach nur Scheiße anstellen, wir lieben das Genre. Wir haben GTA 4 natürlich sofort durchgezockt und sind zu folgendem Schluss gekommen. Es ist fantastisch. Die 4 ist eine besondere Zahl. Aller guten Dinge sind bekanntlich 4 und deshalb zeigen wir euch jetzt die 4 Gründe, die aus GTA 4 das beste Spiel seiner Art machen.
Die GTA-Serie war schon immer bekannt für coole und mit jeder Menge Filmzitaten gespickte Stories. Für Teil 4 stand diesmal aber kein Kinofilmpate. Im Zentrum der spannend erzählten Gangsterballade steht Einwanderer Niko Bellic. Der gebürtige Serbe flüchtet nach Liberty City und will dort ein neues Leben anfangen. Also gerade im Vergleich mit all den anderen Charakteren vorher, Tommy Vercetti und Co., ist Niko Bellic endlich mal jemand, der auch sowohl Eier hat, das hatten sie alle, aber der hat auch Ecken und Kanten und der hat vor allem auch so ein bisschen Charisma. Ist kein Schönling. Sorry. Er ist auch kein typischer Handlanger, der einfach jeden Drecksjob macht, sondern der lässt auch mal Kommentare los, die einen so moralisch in der Ecke drängen als Spieler. Fuck yourself, I'm sick of this shit! Also durch die Story läuft das ja auch so, dass er am Anfang eigentlich gar nichts will. Er kommt dahin und sagt, so, things will be different, ab jetzt wird alles anders. Ich habe Scheiße gebaut, aber hier möchte ich alles neu machen. Und 10 Minuten später sitzt er wieder in derselben Scheiße drin. Damit aus dem Spiel keine bierernste Angelegenheit wird, steckt in GTA 4 eine kräftige Prise Humor. Ständig trifft man auf witzige Zeitgenossen und clevere Dialoge. Auch nett sind die versteckten Gastauftritte, darunter von Modepapst Karl Lagerfeld als DJ. Ein Sandbox-Spiel ist nur so gut wie die Stadt, in der es spielt. Beim Design für Liberty City hat sich Rockstar nun selbst übertroffen. Mit den aus dem Vorgänger bekannten Straßenzügen hat das neue Liberty City nämlich nichts mehr gemein. Stattdessen hat man das richtige New York zum Vorbild genommen und fast originalgetreu nachgebaut. Wie akkurat man dabei vorgegangen ist, hat auch Rudi schwer beeindruckt. Man erkennt Manhattan sofort. Das heißt wirklich, ich war vor ein paar Wochen das erste Mal in New York und habe dann das Spiel gespielt und ich kannte mich ein bisschen aus. Ich fand das total super. Richtig rund wird Liberty City aber erst durch die Liebe zum Detail, die an den Tag gelegt wurde. Selten gab es eine derart lebendige Stadt, in der es so viel zu entdecken gibt. Einfach zuschauen und genießen. Für viele ist das Fahren der beste Teil an GTA. Auch dieses Mal könnt ihr euch wieder ans Steuer setzen und entspannt durch Liberty City cruisen. Natürlich sind auch Motorräder, Boote und Hubschrauber am Start. Dieses Mal hat Rockstar eure Vehikel aber ordentlich gepimpt. Will man seinen Fuhrpark richtig beherrschen, muss man die Steuerung von der Pike auf neu lernen. Es ist nicht mehr so wie in den alten GTAs, dass man einfach nur einsteigt und die Autos unterscheiden sich im Grunde ganz grob, aber hauptsächlich eben nur durch die Geschwindigkeit. Nee, in GTA 4 ist vor allen Dingen, wie man um die Kurven kommt und wie man die Handbremse einsetzt und wie das Auto beim Bremsen generell reagiert. Das sind die wirklich wichtigen Faktoren. Hat man die nötigen Skills erstmal drauf, jagt man wie ein junger Renngott über die Straßen. So spektakulär wie hier waren Verfolgungsjagden noch nie. Einen Schönheitsfehler gibt es aber doch. Niko vergisst leider ständig, sich anzuschnallen. So gut sich die alten GTAs auch spielten, von der Perfektion waren sie meilenweit entfernt. Das Gameplay litt nämlich oft unter nervigen Kleinigkeiten. Für Teil 4 hat sich Rockstar der Beschwerden nun endlich angenommen und sie konsequent ausgebügelt. So kann man erstmals geparkte Autos knacken, zwischen den Missionen speichern und sich per GPS in den verwinkelten Straßen zurechtfinden. Darüber hinaus wurde auch die schlimmste Altlast der Serie beseitigt. Innerhalb der Autos war GTA schon immer richtig gut, hat auch immer Spaß gemacht, aber außerhalb der Autos, zu Fuß und vor allem in den Gefechten, war GTA bisher wirklich immer so ein zum Zähneknirschen und Entwickler verprügeln. Jetzt gibt's diese Probleme alle nicht mehr. Es steuert sich einfach wirklich wie ein Shooter. Es steuert sich wie ein Third-Person-Shooter in den Shooter-Elementen dann von GTA 4. Und also man kann sich wirklich über kaum noch was beschweren. Man kann in Deckung gehen, man kann hechten, man kann rollen, man kann ranzoomen, man kann anvisieren, manuell oder automatisch. Man kann wirklich nahezu alles machen, was man sich schon immer bei GTA gewünscht hat. Und das führt dann letztendlich dazu, dass die Missionen zu Fuß auch richtig viel Spaß machen. Bei aller Liebe zum Spiel sollte man sich der Tatsache bewusst sein, dass GTA 4 nicht in die Hände von Minderjährigen gehört.
Gerade durch die extrem verbesserte Optik wirken eure Aktionen noch ein ganzes Stück echter und der Umgang damit erfordert vom Spieler eine gewisse Reife. Zum Thema Realismus kann man den Entwicklern im Grunde nichts vorwerfen, denn auch die Körper und alles, mit dem man im Spiel interagiert, verhält sich realistisch. Das ist alles harter Tobak. Also das ist dadurch harter Tobak, dass es ganz einfach so aussieht, wie man es wahrscheinlich in echt auch sehen würde. Und da verzieht sich automatisch bei jemandem so ein bisschen was im Magen, weil man das einfach natürlich ungern sieht. Nichtsdestotrotz ist GTA 4 ein grandioses Stück Software. Am grundlegenden Gameplay hat sich zwar wenig geändert, dafür hat man eben die GTA-Formel perfektioniert. Unsere einzige Sorge ist, wie Rockstar diesen Kracher nochmal toppen will. Infos zum Online-Multiplayer tragen wir übrigens in ein paar Wochen nach. Bis dahin schließen wir uns ein und zocken, bis die Schwarte kracht.